Genau, schon wieder vergessen, was dazu gehört. Warte, ich muss mich kurz strecken. Schatz! Enthaarungscreme gekauft, obwohl das Steuerbord irgendwie kaputt ist. Es geht wieder los. Ich fange wieder an zu vloggen. Herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Kamera ist leer, also wieder super vorbereitet. Es ist super schönes Wetter die letzten Tage. Heute ist Dienstag, also es war gestern war Feiertag. Und genau, ich weiß noch nicht, welches Video heute an dem Sonntag jetzt online kommt. Vielleicht mache ich auch so ein kleines Talk-Video, weil ich euch nach euren Struggles gefragt habe auf Instagram und da so viele geschrieben haben, dass ich glaube ich erstmal das hochlade. Vielleicht mache ich das auch als kleines Zwischenvideo mal. Auf jeden Fall muss ich heute ein paar Dinge erledigen, denn genau, Philipp und ich haben mega viel vor. Mein allererstes To-Do ist jetzt hier die Sachen wegzubringen, denn ich habe hier ein paar Sachen von Vinted, beziehungsweise die ich auf Vinted verkauft habe. Das muss ich zur Post bringen. Dann habe ich hier ein Bershka-Paket, das muss ich zu Hermes bringen. Und hier sind noch zwei Rücksendungen, die ich auch wegschicken muss. Genau, hier ist so meine Riesentüte, von der habe ich jetzt alles auf Vinted hochgeladen, also fast alles. Das ist alles, was ich noch so verkaufen wollte. Und diese Handyhülle habe ich auch bei Vinted verkauft. Ihr wisst ja, ich habe eine Addiction mit Handyhüllen. Ich finde die eigentlich so schön und die war auch echt teuer, weil die ist von Wildflower. Aber ich trage sie einfach nicht so oft und deswegen, ich habe gesagt, ich will das alles ein bisschen minimieren und versuche dann ab und zu mal welche zu verkaufen. Und hier ja, werde ich heute mich dem Balkon ein bisschen widmen. Ich habe gedacht, ich mache heute mal das Unkraut weg. Wir wollten nämlich den Balkon wieder ein bisschen schöner gestalten. Ihr seht, hier ist es super eklig. Also der ganze Dreck vom Winter noch. Geht's auch noch in die Stadt. Ich habe mich schon eh geschminkt, weil Philipp und ich wollten heute nach einer Sonnenbrille gucken. Ich wollte mir nämlich eine neue machen lassen. Ich habe schon meine Brillenwerte von meinem Optiker von dieser Brille zugeschickt bekommen. Und diese werde ich heute mal erfragen, ob man das in eine Sonnenbrille machen kann. Und wie teuer das wäre, weil ich möchte nicht so viel Geld für eine Sonnenbrille ausgeben, weil meine jetzige Sonnenbrille war super teuer und hat sich gar nicht gelohnt, weil ich die so selten getragen habe. Kann ich dadurch einfach nichts mehr sehen, weil diese Gläser ja jetzt neu sind und ich kann die alte Sonnenbrille nicht mehr tragen. Deshalb brauche ich eine neue und ich will mir eine machen für den Sommer. Good morning! Ich frühstücke gerade. Ich treffe mich gleich mit einer Freundin, also heute Nachmittag erst. Zum Spazieren gehen. Eigentlich voll die süße Idee. Ich wollte halt gleich den Balkon machen, aber irgendwie habe ich noch gar keine Lust, den Balkon zu machen, weil hier stehen noch zwei Bierkästen von Philipp. Die muss er erstmal wegbringen. Und diese ganze Toilette, die ja noch steht seit Dezember. Mich regen diese Vorhänge so auf, weil wir haben ja so ein Schienenvorhangsystem. Und diese Dinger, die da in die Schiene kommen, die sind einfach beide hier am Rand der Gardine, also die quasi ganz außen hängen, sind einfach gebrochen. Das heißt, die halten nicht mehr richtig. Wenn ich den jetzt hier reinklicke, fällt er einfach wieder raus, weil irgendwie diese Dinger, die da drin halten, sind irgendwie abgebrochen. Und das ist einfach bei beiden Seiten zur gleichen Zeit passiert, an denselben Stellen. Ich verstehe das nicht. Deshalb hängt jetzt einfach immer so eine Ecke runter. Ja, das ist auf jeden Fall der Balkonstand, hatte ich euch ja gestern schon mal gezeigt. Dieses ganze Zeug wird noch mitgenommen, hoffe ich. Also entweder muss, glaube ich, der Vermieter das abholen oder der Vermieter beauftragt den Handwerker, dass er das direkt mitnimmt. Irgendwie so. Da sind noch die Bierkästen, die stehen auch schon seit, weiß ich nicht, seit einem Jahr gefühlt schon jetzt mittlerweile. Sonst habe ich hier richtig aufgeräumt. Also das Bershka-Paket muss ich noch wegbringen. Aber sonst ist es hier recht ordentlich. Ich habe alles ein bisschen abgewischt. Hier ist es auch recht ordentlich. Hier ist immer noch Baustelle. Das ist übrigens mein Outfit. Ich werde mir später noch eine kurze Hose anziehen. Also wir waren gestern bei DM und ich habe eine Enthaarungscreme gekauft, weil ich habe öfter schon mal gehört, dass man das ja auch benutzen kann. Und ich dachte mir eigentlich so, warum habe ich das noch nie ausprobiert? Also zumindest mal ausprobieren wäre eigentlich eine ganz coole Idee. Weil das jetzt hier von Veet, also es war eine der günstigsten, ich glaube, die hat 4 Euro knapp gekostet. Ich wollte halt einfach mal wissen, ob sich das lohnt vom Preis-Leistungs-Verhältnis, weil wenn man überlegt, man muss immer Rasierklingen nachkaufen, aber man benutzt die Rasierklingen ja auch schon wieder ein bisschen länger. Ich weiß nicht, wie oft ihr eure Rasierklingen wechselt, aber das ist mir auch noch ein Phänomen. Ich weiß nicht, wann ich das wechseln soll, aber genau, weil ich finde es irgendwie so Verschwendung, wenn man die so oft wechselt, obwohl es trotzdem noch rasiert. Dazu passend habe ich einen neuen Rasierer gekauft,
Weil ich habe immer Rasierer, wo ich immer die Rasierer kaufe, und die sind immer schön günstig, aber die Klingen sind immer so teuer und ich bin irgendwie zu geizig, für 4 Klingen 5 Euro zu bezahlen. Ach, 5 Euro, 15 Euro zu bezahlen. Krank teuer. Deswegen habe ich mir von Balea den hier mitgenommen. Rasierer, der hat 5 Klingen, also 5 Klingen müssen eigentlich schon sein. Und dann habe ich mir direkt Nachfüllpackung geholt, weil die Nachfüll-Vierer Klingen, also 4 Stück, einfach nur 5 Euro kosten. Heute ist Donnerstag und ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich rede voll nasal, weil meine Allergie kickt irgendwie momentan richtig. Ich war gestern Abend spazieren mit einer Freundin und da waren wir jetzt eine Stunde draußen und seitdem ist es wieder ein bisschen schlimmer. Ich bin jetzt schon aufgestanden und habe die Wäsche hochgeholt. Die werde ich jetzt falten, weil ich wollte heute ein paar Pakete wegbringen. Also ich muss 2 Pakete zurückschicken. Und die Zara-Hose, diese hier, wollte ich umtauschen. Ich hatte die ja nicht anprobiert im Laden, deshalb dachte ich eigentlich, die sitzt schon eh safe gut, aber die sitzt nicht so gut. Die hat irgendwie einen ganz komischen Schnitt, weil das ist ja nur eine Hose. Aber irgendwie hat die so ein Gummiband um meine Oberschenkel, also so, aber nicht so auf den Oberschenkel, sondern irgendwie unter meinem Po, also ganz komisch. Und dann schließt sie so den Unterbauch total ein und macht so einen richtig dicken Unterbauch und fällt dann glatt runter. Das sieht total weird aus. Life is a winding road. Das ist jetzt mein Fit für die Stadt. Ich will echt nur ganz kurz in die Stadt das umtauschen und dann wollte ich einmal nach einem Ring gucken im Schmuckladen. Aber sonst will ich eigentlich schnell wieder nach Hause fahren, um mich vor mir selber zu schützen, dass ich nicht mehr Geld ausgebe. Ich brauche auch an sich nichts, deshalb. Und genau, das ist mein Outfit. Die Zara Jeans, die ich über alles liebe, die aber ein bisschen zu kurz ist. Dieser Cardigan, den trage ich so gerne. Das ist mein Lieblingsoberteil, glaube ich, weil ich trage das so oft. Der ist von Pull&Bear, glaube ich. Der ist so kuschelig. Man fühlt sich einfach wie in einem Bett. Deshalb trage ich ihn so oft. Ich bin wieder zurück zu Hause. Ihr habt ja gesehen, dass ich doch ein paar Sachen bei Zara anprobiert habe. Ich konnte irgendwie nicht anders. Es waren so schöne Sachen dort. Aber ich habe nur das eine Top hier mitgenommen. Ich hatte euch ja nicht alles gezeigt. Ich poste es nämlich auf TikTok. Also ich habe für TikTok mitgefilmt. Ich mache nämlich richtig gerne solche Live-Shopping-Vlogs, wo ich einfach euch mitnehme und euch die Sachen angezogen dann in der Umkleide zeige. Die Sachen haben mir alle eigentlich ganz okay gefallen, aber nichts war so richtig so, boah, geil. Das Jeans-Top fand ich sehr geil. Also ihr seht die Sachen auf meinem TikTok. Ich heiße auf TikTok hanna.zauko. Und ich habe jetzt von den Sachen, die ich anprobiert habe, nur das Top mitgenommen. Das habe ich nämlich schon in schwarz. Das ist so ein längeres Top, also nicht so cropped, sondern recht hoch geschnitten und halt auch lang. Ich finde das immer sehr praktisch und ich fand das so cute. Die Farbe sieht super schön aus. Also einfach mit einem Blazer oder so drüber kann ich mir das sehr gut vorstellen. Deswegen habe ich das mitgenommen. Die anderen Sachen fand ich auch alle ganz schön, aber nichts, was mich so zu 1000% überzeugt hat. Dann war ich noch bei DM, habe mir diese Farbe geholt. Ich habe nämlich eine Hose von mir versaut, weil ich einen Fleck rauswaschen wollte und dann hat die sich einfach verblichen, also an der Stelle, wo ich das rauswaschen wollte. Ich weiß nicht, was für chemische Stoffe in diesen Klamotten sind, aber wirklich krank, weil eigentlich mache ich das immer so, wenn ich einen Fettfleck oder so habe, massiere ich immer mit einer Bürste vorsichtig das Waschpulver ein und dann wasche ich die Hose oder das Oberteil. Und das habe ich bei der Hose auch gemacht, nur dass ich die vorher halt noch nie gewaschen hatte und die halt ganz neu war. Und deswegen hat es dann sich irgendwie ausgeblichen. Also falls ihr irgendwie Erfahrungen habt damit, dann sagt mir das gerne mal. So, hallo. Wir warten auf den Philipp. Ja. Weil wir wollten jetzt ins Gym fahren, aber dem Herren geht es gerade nicht so gut. Deswegen warten wir jetzt noch ein bisschen und chillen noch kurz. Also ich trainiere heute Beine und du? Ja. Pull, Rücken. Genau, schon wieder vergessen, was dazu gehört. Warte, ich muss mich kurz strecken. Pull und Bizeps. Pull und Bizeps. Rücken,
Bizeps. Ja, Rücken und Bizeps. Unserer Rücken. Ist ja Rücken. Oh, was denn noch so? Hä? Das war's. Ja, auf jeden Fall hauen wir gleich eine. Das war's. Auf jeden Fall hauen wir Latz. Gleich. Ja, das ist Kreuz. So alles. Was ist denn Kreuz? Ah! Hey. Oh, meine Brille ist. Oh, Alter, guck mal da durch. Bah. Wie kannst du denn so leben? Oh mein Gott, warum ist das so fettig? Habe ich mir irgendwas zum. Ich glaub, kann ich kurz einen Powernap machen? Nein, du schläfst jetzt nicht mehr. Junge, war schon seit einer halben Stunde. Ich wär noch gar nicht zu Hause. Und mein T-Shirt ist einfach dreckig von meiner Brille. Ah. Auf jeden Fall mache ich jetzt meine Brille erstmal sauber, damit ich auch überhaupt was sehe in der Welt. Was hast du denn da? Was denn? Ein Fleck? Ja, lass mich doch. Ah, es geht nicht. Schatz! Wenn wir im Gym waren, dann gucken wir die neue Folge Temptation Island. Weil das ist die krasseste Folge, glaube ich, dieser Staffel. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Was wird. Und dann heute Abend um 20 Uhr gehen wir ins Kino. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, in den neuen Spider-Man. Diesen Miles Morales Spider-Man. Across the Spider-Verse. Genau. Und wir haben ja alle Spider-Man-Teile zusammengeschaut und auch den Miles Morales haben wir zusammengeschaut, den letzten. Und da kommt jetzt ein neuer Teil, deshalb gehen wir da mit Philipps Brüdern heute mal rein. Ich bin eigentlich nicht so der Kinogänger. Du bist gar kein Gänger. Du magst nicht ins Schwimmbad gehen, nicht dahin gehen. Klar, am ich mag Kino nur, nicht. Nur Losteria-Gänger bist du. Ich finde, Kino ist halt so unnötig. Also die Filme kann man eh irgendwann online schauen. Ja. Und dann gibt man einfach so viel Geld aus für 2 Stunden sich belabern lassen. Hä? Dann gebe ich lieber 5 Euro monatlich aus für Trash-TV, RTL Plus. So, wir sind wieder aus dem Gym zurück. Ich habe mir jetzt einen Joghurt gemacht, einfach Naturjoghurt mit Flavin Tasty und so ein paar Schokodrops. Weil wir haben jetzt schon 16:30. Boah, wir müssen gleich ja schon wieder los. Mhm. Good morning, ich stelle euch hier wieder an meinen Spot. Ich räume gerade auf. Wir haben 21:30 und ich muss gleich mal zur Skoda, weil meine, also ich weiß nicht, ob man das checkt, aber meine PDCs von meinem Auto sind, also ich weiß nicht, ob die kaputt sind, aber die gehen auf jeden Fall nicht mehr automatisch an. Normal, wenn ich meinen Rückwärtsgang reinmache, springt das Display um und die PDCs piepsen halt, wenn irgendwas nah hinter mir ist. Aber weder das Display springt um, noch piepst es. Und wenn man wirklich jetzt 3-4 Jahre, ich weiß gar nicht, seit wann ich meinen Führerschein habe, ich fahre schon immer mit PDCs, also seitdem ich meinen Führerschein habe. Und es ist wirklich weird, wenn man auf einmal keine mehr hat, dann ist man richtig so, Alter, jetzt muss ich ja auch mal in den Spiegel gucken. Also ja, deshalb muss ich, aber es klappt gut. Also ich könnte auch ohne PDCs einpacken. Ich habe jetzt eine Woche bin ich jetzt ohne PDCs rumgefahren. Und wenn man halt denkt, okay, das piepst automatisch gleich und man ist das gewohnt. Ich schwöre, man schaut nicht wirklich in den Spiegel. Also man schaut, ob hinter einem eine Person ist oder so, aber man verlässt sich schon zu 100.000% irgendwie auf dieses Piepsen. Und wenn es auf einmal nicht mehr da ist, dann muss man richtig sich auf sich selber irgendwie verlassen. Aber ich kam damit jetzt eigentlich auch ganz gut klar. Nur natürlich wäre es jetzt blöd, wenn das jetzt dauerhaft ausbleibt. Das ist irgendwie seitdem, das Auto in der Inspektion war, sind die aus, diese PDCs. Also ich glaube nicht, dass die kaputt sind. Weil das kam von so einem von anderen Tag anscheinend. Also ich weiß nicht mehr, ab wann die nicht mehr da waren, aber irgendwann ist mir aufgefallen, wo ich dachte, hä, ich bin voll nah an dem Auto, warum piepst denn hier nix und so. Wenn die kaputt sind, muss das Auto halt in Reparatur und dann even mal gucken. If I'm down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. So, ich bin jetzt halbwegs ready. Ich habe doch beschlossen, erst nach Skoda duschen zu gehen, beziehungsweise Haare zu waschen, weil ich jetzt keine Zeit mehr hatte. Ich habe die ganze Zeit Rechnungen gemacht. Also, ich kam so viele Briefe an. Ich habe nämlich mehrere Versicherungen abgeschlossen neu. Und dann ist es immer so ein bisschen, ja, kommen erstmal die ganzen Rechnungen, dann muss man erstmal alles bezahlen. Oh ja, ich bin jetzt auf jeden Fall ein paar hundert Euro gefühlt ärmer. Und habe jetzt auch mal kurz meine Steuern geupdatet, weil sowas
gerät so schnell in den Hintergrund. Man kauft so oft Sachen. Und gerade jetzt so in meinem Beruf, sage ich mal, kann man halt so viel absetzen. Man muss halt das einfach, man muss immer dran denken. Also egal, was man kauft, dass man alles noch aufbewahren muss. Ich habe die ganzen Kassenbons jetzt hier mal hingelegt und auch die ganzen Versicherungssachen abgeheftet. Genau, und dann habe ich jetzt gerade noch beschlossen, weil ich momentan echt zu viel Geld ausgegeben habe. Also immer wenn man dann so viele Rechnungen auch noch bezahlen muss, dann kriegt man richtig schlechtes Gewissen, denkst du, Alter, kann ich jetzt dann ehrlich nicht zahlen alles auf einmal. Deshalb habe ich mir jetzt nochmal auf dem iPad so ein Buchhaltungsding angelegt. Also bei GoodNotes gibt es so ein Papier, das heißt Buchhaltung. Das ist super praktisch, weil da plane ich jetzt dann für Juni meine Ausgaben. So, ich bin wieder zu Hause. Ich wollte euch ja noch updaten, was bei Skoda rauskam. Ihr seht, ich war auch gerade schon duschen. Ich werde jetzt gleich erstmal was frühstücken, weil ich habe so Hunger und ich habe irgendwie nichts gegessen bis jetzt. Auf jeden Fall kam bei Skoda jetzt raus, dass wohl das Steuerbord irgendwie kaputt ist. Aber das Ganze kommt mir ein bisschen suspekt vor, weil der Wagen war erst vor nicht mal zwei Wochen, in Inspektion. Und dann denke ich mir so, wie kann es sein, dass nach der Inspektion mehr Fehler da sind als davor? Der Mann meinte nur zu mir, er hat alle Sicherungen geprüft und Fehler wurden ausgelesen, wird keiner gefunden. Ich habe manchmal das Gefühl, man wird schnell abgezogen bei sowas, weil irgendwie gehen die PDCs seit der Inspektion nicht. Und komisch, dass ich das jetzt zahlen muss, dass die nicht funktionieren. Also es ist mir ein bisschen suspekt, weil wie kann das sein, dass nach der Inspektion das aus Versehen dann seitdem genau kaputt ist und dann ja muss ich wieder 150 Euro oder Ende oben offen dafür zahlen. Also ich finde es echt manchmal ein bisschen krass, so, weil das Gleiche war auch mit meinem Reifen. Also ich hatte ja auch meinen Reifen, ich hatte ja einen Nagel im Reifen und den Reifen wollte ich bei Skoda tauschen lassen und die wollten einfach 300 Euro dafür. Ich dachte mir so, für einen Reifen wechseln, also crazy, also neuen Reifen und wechseln. Und ich habe einfach ich habe knapp 100 Euro gespart, weil ich es dann woanders machen lassen habe. Also manchmal habe ich das Gefühl, die Autohäuser machen extra so ein paar Dinge, um es halt extra nochmal ein bisschen teurer zu machen oder wie auch immer. Auf jeden Fall muss ich mich da jetzt mal nächste Tage drum kümmern. Ich habe jetzt erstmal einen Termin für Ende Juli, also es wird sich jetzt wahrscheinlich auch wieder ewig hinziehen. Früher ging es irgendwie nicht für Reparatur, aber mal gucken, ob das überhaupt so legit ist alles, keine Ahnung. Auf jeden Fall mache ich mir jetzt Frühstück. Ich werde den Vlog jetzt beenden, weil dann kann ich ihn gleich direkt schneiden. Und dann kommt er auch diesen Sonntag direkt online. Ich hoffe sehr, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, folgt mir gerne auf Instagram, auf TikTok. Guckt bei Vinted vorbei. Ich bin da überall aktiv, lad immer was hoch. Und genau, gerade TikTok finde ich sehr, sehr nice momentan, weil ich immer so random Stuff poste, einfach mal Gedanken teile oder irgendwelche random Videos über meine Haarpflege oder Haut oder was auch immer. Also ich mache da alles Mögliche. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert gerne meinen Kanal. Ist nämlich kostenlos und verpasst ihr kein weiteres Video. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Bye.